Der Dieselskandal, über den wir heute reden, das ist gleich ein dreifacher Skandal. Es ist ein Gesundheitsskandal, es ist ein Verbraucherschutzskandal und es ist auch ein politischer Skandal. We have to do something about the millions of cars that are not compliant with European law. And that is the task of the European Commission. Aber versagt haben auch die deutsche und die österreichische Bundesregierung. Der deutsche Dieselgipfel war der Gipfel der Kumpanei. Nous avons collectivement une dette envers les 400 000 morts prématurés victimes de la pollution de l'air chaque année, envers les salariés de l'automobile qu'on envoie dans le mur avec le diesel, envers les contribuables. If I then hear, sorry Mr. Katainen, but if you say we heard some diesel summits in Germany and Austria, that should be an example for other countries. Sorry, this is the worst example. Und was machen Sie als Kommission? Sie akzeptieren, dass KBA und deutsche Regierung das, was die US-Behörden als Fake und illegal erklärt haben, sie machen nichts dagegen, dass in Deutschland nachträglich das, was VW gemacht hat, legalisiert wird. Wir brauchen endlich auch bessere Klagerechte für NGOs und Sammelklagen. It's one simple question. When is the Commission coming forward with guidelines? Guidelines that very clearly shows what needs to happen, software and hardware updates to existing cars, and that you know and that the national authorities know when they can be satisfied. Und wenn Regierungen und Behörden bei den Manipulationen weggucken, dann braucht es eine europäische Lösung. Wir brauchen endlich europäische Tests. Die Kommission muss eigene Stichproben durchführen und die Autoindustrie konsequent überwachen, damit es keine Schlupflöcher mehr gibt, damit es keine Fake-Tests mehr gibt.